Hallo zusammen, wie man so schön hinter mir sieht, bei mir sind die Hasen und die Hühner los. Wir haben zwar erst März, aber das triste Grau des Winters will ich jetzt hinter mir lassen und dekoriere jetzt schon mit bunten Häschen, mit bunten Hühnern und das sind die, die ich in den letzten Jahren genäht habe. Für dieses Jahr habe ich mir ein neues Modell einfallen lassen und zwar diese lustigen Gesellen. Wie ihr gleich im Video seht, hatte ich erst ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Prototypen. Den habe ich dann noch so ein bisschen weiterentwickelt. Und das endgültige Modell zeige ich euch gleich auch im Video. Und wie immer die Materialien dafür in der Infobox und im Video. Und jetzt viel Spaß! Wie eben schon im Intro erwähnt, sind bei mir die Hasen los. Ich hatte mir eine Schablone gemacht, die so aussieht und habe damit mehrere Versuche unternommen. Das ist der erste Versuch. Da hatte ich noch überlegt, hier so eine Tasche davor zu nähen. Naja, okay, es ist so ein Anfängerwerk. Es gefiel mir nicht wirklich so. Hier habe ich so Wackelaugen aufgeklebt. Ja, die sind schon wieder los. Das ist ja super. Also ich hatte es erst mit Alleskleber angeklebt und jetzt mit Heißkleber. Das hat nicht funktioniert. Hier so ein Kemp-Snap angeklebt und Schnurhaare auch aufgeklebt. Das hat mir aber auch wirklich nicht gut gefallen. Naja, wenn die Augen ab sind, ist schon wieder blöd. So, das ist das zweite Modell. Das gefiel mir dann schon besser. Und ich glaube, so ähnlich werde ich das jetzt auch machen. Und zwar habe ich da, bevor ich genäht habe, diesen Kemp-Snap reingeklebt. Klickert, also nicht angeklebt. Hier war ich ja schon beim Nähen, mit dem Nähen fertig. Da habe ich es einfach angeklebt. Hier habe ich ihn wirklich festgedrückt. Die Augen habe ich aufgemalt. Alternativ könnte man hier mit einem schwarzen Garn einmal so drüber nähen, also dreimal drüber nähen sozusagen, um die Schnurhaare zu nähen. Das habe ich auch schon mal bei einem anderen Hasentyp gemacht. Ich glaube, das waren diese kleinen Hasentäschchen, die ihr bei mir im Kanal auch finden könnt. Hier unten ist ein Boden eingenäht und in diesem Hasen steckt ein kleines Tütchen mit Vogelsand. Man kann genauso gut Reis nehmen. Hauptsache, man hat ein kleines Tütchen. Ich habe hier einen kleinen Müllbeutel so verknotet, damit das nicht rausrieselt. Ja, und was braucht ihr sonst noch? Ihr braucht Baumwollstoff. Ich habe jetzt hier zwei blaue Modelle gemacht. Einen mit Augen und einen mit Augen gemalt und einen inzwischen wieder ohne Augen. Naja, jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme mal was rosafarbenes. Es gibt weder rosa Hasen noch hellblaue Hasen, also es ist wurscht. Die Schablone habe ich mir schon draufgelegt. Das werde ich jetzt gleich einmal ausschneiden. Und dann habe ich für den Boden nochmal eine Schablone gemacht, die hier hinten, die ich mir auch gleich ausschneide. Die brauche ich allerdings nur einfach. Dieses brauche ich doppelt. Ich habe den Stoff also rechts auf rechts gelegt und schneide mir jetzt diesen Hasen aus. Die Nahtzugabe ist schon mit eingegeben in dieser Schablone. Ich glaube, ich muss es noch mal einmal umstecken. Hier oben ist so ein bisschen schon an diesem Fransigen dran. Dann braucht ihr noch ein Kemp Snap Farbe, wie ihr möchtet. Ihr könnt es natürlich auch aufmalen. Also ich habe ja hier die Schnurhaare auch aufgemalt. So könnt ihr natürlich auch eine Nase aufmalen. Und ich habe auch mit einem schwarzen Filzstift hier die Augen aufgemalt. Gut, ich werde jetzt erstmal mir den Stoff zuschneiden und dann geht es gleich weiter. Die Häschen sind jetzt zugeschnitten und jetzt nehme ich mir unten meinen Boden sozusagen und falte mir den so auf die Hälfte und mache hier einen ganz kleinen Schnitt rein. Paar Millimeter, nur dass man es sieht. Und jetzt lege ich diesen Boden rechts auf rechts auf die eine Hasenhälfte. Und nähe jetzt, ich sehe schon, das passt hier nicht so ganz. Das gleiche ich jetzt noch ein bisschen an. So. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das jetzt hier noch ein bisschen angleiche.
die natürlich gleich bei der zweiten Hälfte auch machen. Dann habe ich den Schnitt nicht super angepasst. So, und jetzt nähe ich hier von dieser Kante, wo der Schnitt ist, da habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, hier nähe ich schon mal den Boden ein. Genau. Und dann würde ich das bei dem anderen Hasen auch machen. Bei dem anderen Hasen, das ist natürlich völliger Quatsch. Also, bevor ich jetzt hier lange erzähle, ich nähe jetzt, mache jetzt eine Naht hier von diesem kleinen Schnitt, von dieser Mitte bis hierhin. So, die Naht habe ich jetzt gemacht und jetzt nehme ich die andere Hasenhälfte. Ich habe noch ein Fädchen nicht abgeschnitten. Leider das. So, und jetzt werde ich das hier genau aufeinander legen und feststecken. Genau. So, und jetzt nähe ich hier. Na, das passt jetzt noch nicht so ganz aufeinander. Genau, so, dann klappe ich mir das jetzt hier so ein bisschen hoch und jetzt nähe ich von hier, also von dieser Naht hier einmal ganz rum, bis ich hier wieder angekommen bin. Und hier sehe ich schon, hier sieht man schon, hier habe ich mein Schnittmuster noch nicht so angeglichen. Ich habe ja eben die eine Seite schon ein bisschen korrigiert, das ist aber jetzt gar nicht schlimm. Das kann ich gleich noch wegschneiden. Also hier sehe ich ja, sieht man ja, hier hört die Naht auf und die führe ich jetzt hier so weiter, so halb rum. Bis ich wieder hier angelangt bin und dann beende ich die Naht und verriegel es schön. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich den ganzen Hasen schließen, bis auf eine Wendeöffnung. Aber ich nähe jetzt erst diesen kleinen halbrunden, das kleine halbrunde Stück. Sieht man jetzt wahrscheinlich gar nicht. Ich hätte es mit farbigen Garn nähen müssen. Ich habe jetzt hier einmal rumgenäht und jetzt klappe ich das zusammen, sodass der Boden gar nicht sichtbar ist. Und hier sehe ich ja jetzt schon, also bis hierhin muss ich auf jeden Fall die Naht schließen. Ich kann mir das auch nochmal anzeichnen mit einem Stift, damit ich das gleich unter der Nähmaschine auch noch sehe. Mache ich eine Markierung. Und jetzt nähe ich. Ja, ich würde sagen so bis hier. So, ich nähe jetzt von hier einmal ganz rum mit einer Nahtzugabe von ungefähr 0,5. Zentimetern hier einmal ganz rum bis hier. Das sind ungefähr 3 bis 4 Zentimeter. Das kommt auf Millimeter nicht an. Das ist gleich meine Wendeöffnung, denn ich muss das Ganze ja gleich wieder drehen. Und ich sehe schon, ich habe wieder was vergessen, nämlich okay, Kommando zurück, noch nicht nähen. Denn ich muss ja jetzt noch meine Nase einarbeiten. Eben habe ich es auch schon einmal vergessen. So, die Nase möchte ich jetzt ungefähr an dieser Position haben. Das passt jetzt hier bei diesem, sehe ich jetzt gerade auch ganz wunderbar, weil jetzt hier gerade so ein Kreis drumherum ist. Also mache ich jetzt hier mir schon mal ein Loch. So ganz die Mitte ist es nicht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich könnte ja auch die Schnurhaare des Hasen nähen. Das zeige ich euch auch mal eben. Bei den vorangegangenen Hasen hatte ich es ja einmal mit Zwirnsfaden angeklebt, einmal habe ich es gemalt und jetzt werde ich es einmal nähen. Dazu ist der Stoff aber ein bisschen dünn, also lege ich mir was unter. Da suche ich mir jetzt so ein kleines Stückchen hellen Stoff. Da habe ich auch noch einen Rest. Das muss ja nur so lang sein ungefähr. Ja, das reicht schon. Gut, das lege ich mir jetzt hier unten drunter. Genau. Und jetzt nähe ich mit einem dunklen Faden, also von hier einmal so durch, dann einmal von hier einmal so durch und einmal so. Und danach kann ich dann den Druckknopf reinmachen. So, man sieht es jetzt, ich habe hier einfach ein paar Mal drüber genäht und jetzt kann ich da in die Mitte
die Nase setzen. Ich zeige es euch gleich nochmal von der anderen Seite. Da sieht es natürlich jetzt ein bisschen unordentlich aus, aber das sieht man ja hinterher nicht mehr. Also ich habe hier so ein kleines Stückchen hellen Stoff drauf gesetzt. Die Ecke ist mir hier so ein bisschen umgeklappt, aber das ist ja gar nicht weiter tragisch. So. Genau. Wo ist jetzt mein Unterteil? Da. So, jetzt brauche ich nur noch meine Zange. Und genau andersrum muss es sein. So. Ja. Gut. Das wäre das. Und jetzt kann ich tatsächlich nähen. Stecke ich mir die beiden Teile aufeinander. Und dann geht's los. So, wie ich eben schon gesagt habe, ich nähe jetzt ab hier. Nee, andere Seite. Wo habe ich denn meine Markierung? Hier habe ich meine Markierung. Da. Also, hier ist meine Markierung. Hier nähe ich jetzt einmal ganz außen rum mit einer Nahtzugabe von 5 mm oder einem halben Zentimeter. Hier rum, da, bis hier. Und hier lasse ich mir meine Wendeöffnung. Okay, dann geht's los. Eben habe ich festgestellt, dass meine Nähmaschine hier die Naht nicht richtig geschlossen hat. Schien sie etwas Probleme zu haben mit dem Unterfaden. Ich habe da jetzt nochmal drüber hergenäht. Bevor es jetzt ans Wenden geht, ist noch ganz wichtig, bei allen Rundungen oder hier bei diesen tiefen Einkerbungen wird das nicht funktionieren, wenn man es nicht vorher einschneidet. Das heißt hier, wenn hier so eine tiefe Einkerbung ist, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Schnitt bis kurz vor die Naht. Und hier bei den ganzen Rundungen mache ich auch, also hier schneide ich auch an den Spitzen oben, an den Ohrenspitzen, schneide ich auch fast bis an die Naht. Und an den ganzen Rundungen mache ich immer so alle paar Zentimeter so einen kleinen Schnitt. Dann kann man nämlich die Rundungen besser ausarbeiten nach dem Wenden. Okay, da mache ich jetzt noch mal eben weiter und wenn ich das erledigt habe, dann geht es ans Wenden. Nur das meiste habe ich jetzt schon. Ich nehme da mal ganz gerne eine Häkelnadel dafür und fahre dann hier einmal so an dieser Rundung entlang. Jetzt muss ich hier noch dieses Öhrchen. So, das sieht auch ganz gut aus. Der Kopf. Und hier der Kopf. Und den Rest hier unten, das kann ich auch mit der Hand ausformen. Jetzt habe ich hier schon gesehen, ist mir schon eine Naht ein bisschen losgegangen. Also nicht nur die Wendeöffnung, sondern das hier unten hatte ich wohl nicht verriegelt. Ordentlich. Das ist mir schon aufgegangen. Also hier. Ja, ich muss die Wendeöffnung sowieso gleich mit der Hand verschließen, sodass ich da noch ein bisschen mehr zu nähen muss. Und jetzt werde ich als erstes... Nee, das werde ich jetzt nicht als erstes machen. Ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Wolle und fange diesmal bei den Ohren an. Hier oben. Na, das ist aber jetzt hier sehr fummelig. So, ich habe die Wendeöffnung nämlich diesmal ein bisschen tiefer gemacht, sodass ich jetzt natürlich erst mit der entgegengesetzten Seite anfangen muss. So, ich fange jetzt hier erstmal bei den Ohren an. Stopfe dann auch ein bisschen mit der Häkelnadel nach. Und dann fange ich an, hier den ganzen Körper zu füllen. Und als letztes kommt dann hier unten der Vogelsand rein. So, das Sandsäckchen habe ich jetzt hier schon mal verstaut. Man sieht, der Kopf ist gefüllt, die Ohren auch. Und jetzt scheint dieses Sandsäckchen hier ein bisschen porös geworden zu sein, weil ich habe hier schon Sandkörner. Hier stopfe ich jetzt noch mit Watte aus. Hier fehlt noch was. Und dann muss ich hier sehen, dass ich die Seitennaht noch per Hand schließe. Stellt sich jetzt hier, naja, okay, ich hoffe, dass ich das gut hinkriege. Mit der Hand nähen ist nicht so ganz meins.
Also hier fehlt jetzt noch ein bisschen Füllung und dann geht's mit der Hand weiter. Ich habe mir jetzt noch überlegt, es wäre ja doch ganz schön, wenn dieses Häschen so eine kleine Bauchtasche hätte. Und dazu habe ich nochmal in meiner Restekiste gekramt und habe jetzt hier noch zwei Stücke Bündchenstoff gefunden, weil das jetzt so schön zu dem Muster passte. Da habe ich mir jetzt doppelt zugeschnitten. Aus dem Bündchenstoff hatte ich dann auch noch mir einfach so Streifen geschnitten. Zwei Stück. Die sind natürlich noch ein bisschen lang, aber das macht ja jetzt nichts. Ich könnte es jetzt tatsächlich so lassen. Ich möchte jetzt aber ganz gerne hier oben noch eine Naht machen. Würde ich jetzt hier so 0,5 cm umschlagen und erstmal hier drüber nähen und dann die Tasche tatsächlich zusammennähen. Das mache ich jetzt mal. Der Hase hat jetzt ein modisches Upgrade bekommen. Ich habe jetzt die Tasche dann zusammengenäht, gewendet, das Schleifenband angenäht und jetzt sieht er ganz hübsch aus. Worum ich mir jetzt noch Gedanken machen muss, sind die Augen. Mir ist aber aufgefallen, dass hier gerade auf diesem Stoff sind hier zwei so Punkte, was schon Augen sein könnten. Also ich glaube, ich stelle ihn erstmal so hin. Man könnte natürlich jetzt auch diese beiden Punkte ein bisschen dunkel machen. Ich hoffe, ich bereue es jetzt nicht, wenn ich hier mit dem Filzstift rangehe und einfach hier so ein dunkles Pünktchen drauf mache. Ja, ich glaube, es ist doch besser so. Ja, genau. So, der Hase ist jetzt fertig. Und auch ohne dieses Täschchen, ich habe es ja jetzt eben im Einzelnen gar nicht so gezeigt, wie ich es gemacht habe. Man könnte natürlich jetzt auch das aus anderem Material machen, aus Filz, was ihr noch habt. Ihr könnt auch einfach nur eine Schleife dem Hasen hier noch drum machen. Ich finde, es kaschiert noch so ein bisschen hier diese von Hand geschlossene Naht. Bei meinem allerersten Modell habe ich ja praktisch diese Bauchtasche, deswegen bin ich überhaupt drauf gekommen, hier so eingearbeitet. Das fand ich im Nachhinein ja nicht so schön. Also ich finde es optisch auch nicht so schön. Ja, so umgebunden sieht es auch ein bisschen besser aus und es ist jetzt auch nicht bis ganz unten. Hier wäre es ja, ja bis zum unteren Teil des Hasens gewesen. Ja, wie gesagt, drei Stück genäht. Erster Teil gefiel mir nicht so. Der zweite ist schon besser geworden und der dritte gefällt mir richtig gut. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wie eben schon im Intro gesagt oder vorhin, die Schablonen findet ihr dann in der Infobox bzw. den Link dorthin. Okay, dann bis zum nächsten Mal.